Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs. Und wir sind jetzt bei der letzten Mission. Thornost, der feste Arnors. Der letzte Dorn im Auge des Hexenkönigs. Ja, mal sehen, wie wir uns schlagen werden hier. Viele Jahre sind vergangen, seit die große Pest den Norden entvölkerte. Von allen unbemerkt haben die Armeen Angmars zu alter Stärke gefunden und bereiten sich auf die Zerstörung der letzten Bastion Arnors vor. Thornost. Nur noch diese eine Stadt mit ihren prachtvollen Türmen und Mauern steht zwischen dem Hexenkönig und seinem endgültigen Sieg. Doch die Dúnedain geben nicht auf. All ihre Truppen und Verbündeten rüsten sich für diese eine Schlacht. Und so nimmt die letzte und entscheidende Schlacht ihren Anfang. Narren. Thornost, Hauptstadt der Menschen und Sitz der Erben Isildurs. Und vor allen Dingen ein Symbol der Stärke. Ein Symbol, das vernichtet werden muss. Gute Idee, Hexenkönig. Oh, und wir machen einen neuen Helden. Zerstört die Zitadelle von Thornos. Hier, den haben wir in der letzten Mission geholt. Heermeister Katarin, jetzt heißt er, glaube ich, Karsch. Und ich würde mal sagen, wir schicken die Helden gleich mal hier drauf. Beschwören hier mal die Orks, ziehen die hier mal ein bisschen zusammen. Das könnt ihr ja mal versuchen hier anzugreifen, ihr Mistkerle. Ja, Kriegsgesang, Wolfsreiter, Kavallerie. Ach du Scheiße, wir haben Kavallerie. Ich scheiße auf euch, Kavallerie. Gewinnen wir hier eigentlich den Kampf? Karsch levelt schon gut. Stufe 2. Verdammt. Morgomir. Verderben auf dieses Ding. Dann holen wir schon mal einen Turm weg. Oh, oh, oh. Eine harte Schlacht hier auf jeden Fall. Karsch ist Stufe 3. Und guckt euch das an. Boom. Boah, Morgomir kriegt leicht aufs Maul. Das könnt ihr gerne machen, euch in die Stadt zurückziehen. Es wird euch aber nichts helfen. Ja, der Hexenkönig ist hier. Ich hab's gemerkt. Morgomir muss ich leider mal zurückziehen. Aber Hexenkönig und Rogash können da mitmachen. Und hier wird schon unsere Festung gebaut. Und jetzt können wir uns hier ein bisschen ausbreiten. Ja, ja, ja. Gut, alle Truppen mal zurückziehen. Kriegt ihr den Turm jetzt mal down? Sehr gut. Karsch. Sehr gut. Dann holen wir uns hier mal die Gebäude. Arnors. Reißt diese Gebäude nieder, damit wir mehr Platz haben. Genau, das sind die, die Karsch da oben schon angreift, weil die nehmen uns hier Rohstoffbereich weg, wie ihr seht. Und deswegen holen wir die uns mal. Ach. Karsch wird schon angegriffen. Alter, ihr geht da noch nicht ans Angreifen der Stadt. Ich glaube, es geht los. Schön zurückkommen hier. Noch werden wir dann noch nicht zentral angreifen. So, 20 Punkte haben wir schon. Reicht noch nicht ganz für die Lawine, auf die sparen wir jetzt aber erstmal so. Aufgaben, dringt in die Stadt ein, zerstört die Zitadelle von Thornost, zerstört alle Gebäude vor den Mauern. Das probiere ich hier gerade schon. Ah, unser neuer Held gefällt mir auf jeden Fall gut. Mit zwei Klingen ausgestattet. Ein Grabunhold, der einst für Arnor kämpfte, aber jetzt in unseren Diensten steht. Und der hat sich hier schon... Genau, das erste Gebäude geholt. Und du kannst hier nochmal eine Mühle platzieren. Ach, die Festung ist schon fertig. Gut, geben wir hier erstmal Eismauern. Und Katapulte hier hinten. Ja, so viel Geld haben wir jetzt auch noch nicht. Hier haben wir auch vier Katapulte.
Ich hole mal alle Helden jetzt dahin. So, was haben wir denn hier? Rogasch, bist du da unten fertig? Dann hol dir doch das hier nochmal. So, hier können wir mal gucken. Also Fornos ist wirklich eine riesige Stadt, Leute. Die wird, also das ist hier nicht ganz Fornos, ne? Wie man hier sieht, hier geht's noch weiter. Also das wird wirklich ein sehr heikles Unterfangen. Sehr schön. So, du kannst mal eine Halle des Königs bauen. Du baust eine Troll- und Wolfsgrube. Und so läuft das. So, hier die Mühle ist fertig. Ah, der macht gleich das nächste. Sehr gut. Huiuiui, Rogasch bekommst du hin, oder? Sieht gut aus. Ah, hier haben wir eine Menge Pfeiltürme. Die könnten sich noch als sehr, sehr nervig erweisen. Die Katapulte sind gegen Helden jetzt nicht so schlimm. Sehr gut, Rogasch. Sehr gut. Dann geh du mal zurück. So, was haben wir denn hier? Wir haben ein Katapult, zwei Katapulte auf jeder Seite, eine Menge Pfeiltürme. Sehr schön. Dann bau du doch auch nochmal hier ein paar Mühlen. Ja, du bist hier die faule Made, so. Hexenmeister haben wir hier, Katapulte haben wir hier. Die machen. Hier brauchen wir auch nochmal eine schöne Schmiede. Und ja. Gut, die Helden. Kommen die da eigentlich hoch? Ach ja, da kommen die hoch. Die Helden kann ich doch eigentlich schon mal hier angreifen lassen. Die Helden sind hier recht stark. Mit Rogasch und allem. Ach, unser neues Gebäude ist fertig. Sehr gut. Wo greift er an? Ach ja, gut. Da können wir sie ruhig lassen. So, Hexenkönig. Schön hier drauf gehen, ne? Wir holen uns jetzt erstmal hier schön die Mauer. Die Dunkelstahlschmiede ist bereit. Dann bau doch hier nochmal. Wow. Hier dann nochmal was. Oh, was haben wir denn hier? Hobbits. Tja. Halblinge. Euer Ernst? Komm, Roger, schau sie dir. Oder wird das hier reichen? Boom. Ihr miesen kleinen Halblinge, ey. Ihr miesen Halblinge. So, wir nehmen uns hier mal weiter die Mauer vor. Die haben unsere Mühle zerstört. Die Mistkerle. Zerstöre sie, Rogasch. Ach, wir sind schon drin. Morgomir, kommst du auch mal her? Die stinkenden Halblinge wurden ausradiert. Oh, oh, oh. Scheiße, Helden. Rückzug. Oh, Karsch ist Stufe 5, aber jetzt sollten wir uns hier zurückziehen. Ja, ich weiß, Karsch. Komm schon, du entkommst noch. Ich will es zumindest hoffen. Morgomir, stell dich ihm mal entgegen. Ich kann ja auch mal eine Bataillon Orks rufen. Wir müssen Karsch leider retten. So, Morgomir, komm zurück. Sehr gut. So, du kannst hier mal einen Mauerknoten bauen. Nein, lasst meine Baumeister in Ruhe. Ihr Schweine. Gut, du kehrst mal hier hinten zurück. Ach, ihr wollt mich doch verarschen. Tja, ihr dreckigen Scheißkerle, ey. Kommt, Orks, holt euch die Danke. Danke, ihr seid ja richtig nett. Ihr miesen Schweine, ey. Ihr miesen Schweine. Drauf da jetzt. Joach, die schicken uns hier ganze Bataillonen entgegen. So, Rogasch, zeig, was du kannst. Na bitte. Und jetzt Rückzug. Boah, die haben unsere Dunkelstahlschmiede gut zugesetzt. Die Schweine. So, hier haben wir jetzt einen Mauerknoten. Sehr gut. Dann komm du mal zurück. Ich würde nämlich gerne unsere Gebäude ummauern. So. Dann mach mal Zorn des Nordens hier. Und jetzt haut er die richtig gut weg. So, hier kriegt ihr nochmal ein bisschen Rüstung. Das läuft alles. Die drei Helden. Ja, der Hexenkönig kann eigentlich schon mal mitmachen. Und auch Karsch hat sich regeneriert.
So, Rogasche Stufe 10, na bitte. Oh, 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 wir haben hier Feinde. Gut, die hätten wir erledigt. Hier kommen überall Trollsteinschleudern drauf, aber wir brauchen erstmal ein bisschen Geld. Ach du Heilige. Hexenkönig. Kacke, die hatte ich hier gar nicht gesehen. Scheiße. Scheiße. Nee. Scheiße, lasst meinen Baumeister in Ruhe. Ach du Heilige. So, hier sind jetzt alle Gebäude weg, nehme ich an. Ja, super. Ach, hier lebt noch was? Ja. Dann hol dir das mal, Karsch. Das Problem ist jetzt, dass die unsere Mühlen immer wieder zerstören. Aber die brauchen wir unbedingt. Denn diese Mühlen bringen uns hier unsere Rohstoffe und das ist gerade das Wichtigste. Ich bringe dem Westen den Tod. Schwierig, schwierig. So, hier haben wir alle Bataillonen. Das regeneriert sich schon wieder. Hier haben wir ja die Mauer zum Einsturz gebracht. Aber einen direkten Angriff möchte ich da jetzt eigentlich auch nicht riskieren. So, haut da mal schön drauf. Ganz genau. So ist richtig. Unser neues Gebäude ist bereit. So. Hier haben wir schon alles abgegradet. Der Außenbereich wurde gesäubert. Wir sind hier fertig. Sehr schön. Aber das Wichtigste ist, was wir jetzt brauchen, ist einfach mal Geld. Deswegen baue ich jetzt hier auch noch. Und ihr zieht euch mal zurück. Oh, hier kommen neue Bataillonen. Morgomir kann sich mal zu Rogasch gesellen. Die sollen dann nämlich unsere Mühlen verteidigen. Natürlich. Mann, ihr sollt die aufhalten hier. So. Habt ihr die? Sehr gut. Haben wir hier auch alle? Ja, die wurden ein bisschen angegriffen. Gut, das sieht alles in allem nicht schlecht aus. 35 Punkte schon. Dann holen wir uns mal die Lawine. Ja, okay. Und können wir jetzt noch irgendwas holen? Hier das, ne? Macht des Schnees. Alle Strukturen können nichts produzieren. So, dann haben wir auch alle Fähigkeiten. Ach du Heilige. Du hilfst hier aber schön mit, ne? Will ich mal hoffen. Gut. Können wir noch irgendwo Mühlen hin tun? Versuch mal, ob du dahin bauen kannst. Dann sollte uns das Katapult eigentlich nicht erreichen. Ja, okay, Hexenkönig geht da jetzt mal nicht zu aggro drauf. Gut, du kriegst das schon hin, Hexenkönig. Ich lasse dir jetzt da auch mal die Mauer zerstören. Dann wird zwar auch wieder ein Großangriff kommen, aber wir müssen ja irgendeinen Fortschritt machen. Wir zerstören unsere Mühlen. Unser Baumeister ist in Gefahr. Was? Unser Baumeister wurde... Och, ihr miesen kleinen Bastarde. Ich fasse es nicht. Lass. Super, die haben die jetzt auch zerstört. Geil, so wo ist Karsch? Ich bin nicht mehr, was ich... Boah, du bist ein Trottel. Mein Weg ist vergessen. Auf in die Schlacht. Ja, ja, ja. Immer dieses Gelaber hier. So, gib mir ein bisschen mehr Geld. Die haben doch wieder meine Mühlen hier zerstört. Ich fasse es nicht. Jetzt haben wir nur noch einen Baumeister und der Hexenkönig kriegt es hier auch nicht gebacken. Mann, Mann, Mann. Die Mauer steht auch noch. Unsere Mühlen werden angegriffen. Läuft, ja, super. So, ihr produziert hier mal nichts mehr. So, wo könnte man das noch machen? Ja. Der Feind ist hier. Ihr denkt auch, ihr werdet Imber, ne? Verdammt. Ich glaube, ich weiß aber schon... Ach, was ich dagegen mache. Ja, erledigt sie. Ach du Heilige, wir haben hier einen kleinen Großangriff zu verwalten. Auf unsere Festung. Kacke. Hier. Hier habt ihr ein paar Spielgefährten. Ja, sehr gut. Hier kriegen wir das schon hin. Ja, das ist ja das große Problem, dass uns die Rohstoffe ausgehen. Ja, komm.
geht auf die drauf und ihr lasst meinen Baumeister in Ruhe. Dum, dum, dum. Was ich nämlich gerne machen würde. Boah, die haben sie auch schon gut angegriffen. Das gibt's ja gar nicht. Und die Orks kriegen die hier nicht down anscheinend. Los, jetzt tötet sie. Killt sie.